Aber ich möchte vielleicht noch kurz was erzählen, was mir sehr am Herzen liegt. Ich habe ja am Anfang erzählt von meinem Bruder, meiner Mutter, der junge Kommunist, der nach Moskau emigrierte. Ich weiß, dass nach einiger Zeit meine Großmutter die Nachricht bekam, die beiden sind jetzt in Moskau. Und dann waren sie in Sicherheit. Einige Monate nach Kriegsende bekam meine Großmutter Post aus Sibirien von der Frau von meinem Onkel, die Ricke. Die schreibt meine Postkarte und dann schreibt die Ricke: Ich bin in Sibirien, es geht mir gut, ich hoffe, dass ich bald zurückkomme. Und dann war da ein Satz: E. Punkt, nicht Erwin, E. Punkt kam auf eine Expedition nach Murmansk. Und wieder Zeit später, wie gesagt, mit der Zeit habe ich mich dort, wegen der Schmetterling, habe ich mich dort nicht mehr so genau an die Zeit erinnern können. Jedenfalls hat dann die Ricke von Berlin aus angerufen. Sie ist in Ost-Berlin, sie arbeitet am Deutschen Museum. Meine Großmutter und mein Onkel Karl sind gleich nach Ost-Berlin, haben die Ricke besucht und haben natürlich nach meinem Onkel gefragt. Und die Ricke hat sehr glaubwürdig erzählt, dass sie nicht weiß, wo Erwin ist. Nun war das ja so, oder ist es so, die russische Bevölkerung hat furchtbar zu leiden gehabt unter der deutschen Besatzung. Noch als sie zurück sind und wussten, dass der Krieg verloren ist, haben sie verbrannte Erde hintergelassen. Also dieses Land war kaputt. Und dann haben wir halt gedacht, naja, also irgendwann werden wir doch was hören. Ricke kam dann bald nach Mannheim und wie gesagt, wir haben viele Kommunisten in Mannheim gehabt, waren ja Freunde von meinen Onkels und so. Und die Ricke war eine hochintelligente Frau und dann hat, ja, und Walter war immer mal wieder da. Und Walter, wir waren dann verheiratet und Walter hat bei Bob und Reuter aufgehört und hat als Sekretär bei der IG Metall gearbeitet. Und da war dann 1960 war Gewerkschaftstag von der IG Metall in Berlin. Ich war auf allen Gewerkschaftstagen dabei, wie gesagt, ich war ja immer dabei. Und dann haben wir die Ricke besucht in Ost-Berlin, sind ans Deutsche Museum und haben nach Frau Ries gefragt. Dann hat der Portier gesagt, kommen Sie zum Gratulieren. Es hat sich dann herausgestellt, die Ricke hat zu diesem Jubiläum den großen Staatsratsorden in Silber bekommen für ihre Verdienste in der Sowjetunion. Meine Tante hat uns ein paar Stunden durch Ost-Berlin gezeigt, den Wiederaufbau. Im Westen hat sie ja gesehen, sie war ja oft da. Und dann, ich weiß genau, dass ich auf diesem Spaziergang meine Tante wieder nach meinem Onkel gefragt habe. Und erst viel, viel später ist mir aufgegangen, wie geschickt uns meine Tante immer abgelenkt hat, wenn wir nach meinem Onkel fragen. Ricke ist durch eine Schule gegangen, durch eine kommunistische Schule. Die Wiedervereinigung hat sie nicht mehr erlebt. Und so vor 8 Jahren hat mich ein Parteifreund von uns, der Dr. Jens Hildebrand, ein junger Historiker, ruft mich an und sagt: Sag mal, stimmt es? Bist du die Nichte vom Erwin Ries? Ich sagte: Ja, aber wie kommst du auf meinen Onkel? Und er sagt: Ich schreibe ein Buch über den vergessenen Erwin Ries. Und dann haben wir, ich habe noch Cousins, die aber viel jünger sind wie ich, dann haben wir erfahren, was wirklich war. Also Erwin, überzeugter Kommunist, sie und Ricke haben dann in der Partei für die Partei gearbeitet und dann kam die stalinistische Säuberung, der Gulag. Und ich kann euch sagen, der Stalin war der gleiche Verbrecher wie Hitler. Auch er ließ Millionen Menschen umbringen. Furchtbar. Den deutschen Emigranten unterstellte man, sie seien Spione von Hitler. Die haben Furchtbares erlebt in den Zuchthäusern, Erwin auch. Ricke kam in die Verbannung nach Sibirien, war dort für einige Jahre in Haft und dann musste sie dort bleiben. Und Erwin kam auch nach Murmansk mit 1000 anderen. Die haben dort gearbeitet und wurden dann erschossen. Und ich frage mich immer, 35 Jahre ist er alt geworden, mein Onkel. Was waren seine letzten Gedanken? Er war ein überzeugter Kommunist.
Wäre er in Deutschland geblieben, hätten ihn die Nazis umgebracht. Da hätte er aber gewusst, warum. Er wusste ja, dass Hitler ein Verbrecher ist, aber hat gedacht, dass Stalin wäre ein Ehrenmann. Ich werde seine letzten Gedanken nie erfahren. Und wie konnte meine Tante meiner Großmutter und uns allen ins Gesicht schauen und konnte sagen, sie weiß nicht, was mit Erwin ist. Wie konnte sie von diesem Schurkenstaat DDR eine Auszeichnung entgegennehmen für ihre Verdienste in der Sowjetunion? Auch das ist mir unerklärlich. Aber jetzt gibt es natürlich Bücher darüber und dann lese ich immer. Und da schreibt einer, wie man in der DDR mit diesem Gulag, der versucht hat, den Gulag unter den Teppich zu kehren. Und das steht auch drin, die in den Westen durften, so wie Ricke, die musste unterschreiben, die darüber zu sprechen. Und es war gut, wenn sie sich dran hielten. Und einer schreibt, viele hätten sich geschämt. Wenn ich wüsste, dass meine Tante aus Scham darüber gesprochen hat, könnte ich ihr vielleicht verzeihen. Aber auch das werde ich nicht erfahren. Aber da merkt man auch, wie der Totalitarismus, egal von welcher verbrecherischen Ideologie er herkommt, wie er Menschenleben zerstört und bis tief in Familien hineingeht. Und du machst eine Aufklärungsarbeit als Zeitzeugin und schaffst damit eine Stärkung der Demokratie, weil du einfach in die Schulen bringst, du bringst zu den Menschen, warum es so wichtig ist, sich für die Demokratie einzusetzen. Carla, wenn du es auf einen Satz bringen müsstest, was ist für dich Demokratie? Was ist Demokratie? Ich habe so, ich bin schon mal gefragt worden, was ich mir wünsche oder so. Mhm. Ich werde es zwar nicht mehr erleben, aber ich hoffe immer noch, dass alle Menschen gleiche Rechte, auch gleiche Pflichten haben, egal welche Hautfarbe oder welche Religion oder welches Geschlecht sie haben. Erst dann könnte man Frieden leben, aber das wird es wohl nie geben. Demokratie, das ist das, was ich eigentlich jetzt geglaubt habe, in den letzten 70 Jahren zu erleben. Und nun sehe ich immer, dass mehr Rechte stark werden. Und ich frage mich, wo kommt es her? Wo kommt es her? Und du kämpfst dagegen? Ich kämpfe dagegen. Und das mit so klarer Haltung. Carla, es ist ein Geschenk, dass es dich gibt. Ah ja, komm.